das Prinzip unverwüstlicher Hoffnung, also durch jetzt noch anwesend und handlungsfähig sein, ausgelöst durch das Ansichtigmachen des ersten Todes, des ersten Verlustes, der Abwesenheit, der Grenze, des Unüberschreitbaren, des Endgültigen, um das Jetzt-Moment, das Jetzt-Drehmoment auch zum Endgültigen oder zum Ungültigen eben zu machen, weil es nicht ergriffen worden ist als Kairos, sondern man der Tücke der Tüche begegnet, des Automatons.